Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns zum himmlischen Leben führt, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, ich begrüße euch mit Freude zu unserem Sonntagsgottesdienst. Da fangen die Ferien gut an, wenn wir sie gemeinsam in der Kirche feiern. Da sind wir sogar getröstet, wenn Olympia heute nichts drin war für uns Österreicher. Wir freuen uns, dass wir Familienmesse feiern, dass unser Kinderliturgiekreis uns diese Messe mitgestaltet und dass auch die Jumus, kennt ihr die? Das ist eine ganz, eine gute Gruppe, sehr vielversprechend. Die Jungmusiker Schönau uns heute 3 Stücke zum Besten geben zur Messgestaltung. Ihr wisst, wir haben in diesen Wochen immer wieder schon begonnen. Was tun wir bei der Heiligen Messe? Wir machen Gemeinschaft miteinander, Begegnung miteinander, Begegnung mit sich selbst. Und vor allem soll es dann zu einer Begegnung mit Gott kommen. Wir schauen, was er für uns tut, getan hat in seiner Hingabe am Kreuz. Wir feiern jedes Mal, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, damit unser Herz sich so wandelt, dass auch wir das Böse mit dem Guten überwinden können. Wir haben diese 3 kleinen Merkworte schon öfters gehört jetzt. Wir denken darüber nach, was Gott uns sagt. Wir danken dafür, was er getan hat. Und wir essen. Wir stärken uns, dass wir es ihm gleich tun können. Letzten Sonntag kam aus dem Volk noch eines dazu. Denken, danken, essen, trinken. Da war dann der Frühschoppen gemeint. Gehört auch dazu, aber das ist nach der Messe. Wie wir hier reingekommen sind, haben wir begonnen, uns zu begegnen mit dem Grüßen. Und zwar dem Grüßen von sich selbst. Wenn wir das Kreuzzeichen machen mit dem Weihwasser, grüßen wir das Gotteskind in uns und erinnern uns daran, da muss immer wieder Nahrung gegeben werden für die Seele. Da muss man nachgießen im Gnadenstrom. Und da ist es auch schön, wenn man ein großes Kreuz macht. Und nicht irgendwas so erhaxen. Und dann grüßen wir Jesus im Tabernakel. Das ewige Licht zeigt uns an, dass er da ist. Mit einer Kniebeuge. Und man anzeigt, Gott, ich weiß, ich bin klein vor dir. Du aber machst mich groß, der du dich selbst so klein gemacht hast. Auch diese Kniebeuge können wir in aller Würde tun. Wir wissen ja, wen wir da begrüßen. Und nicht irgendeine kleine Kraxen. Und dann begrüßen wir uns gegenseitig mit einem Nicken, die schon da sind. Dann begrüßt der Priester den Altar mit dem Altarkuss. Hier ereignet sich unsere Wandlung zum Guten. Und dann begrüßt der Priester das Volk, den Leib Christi. Und ihr grüßt zurück, dass der Geist Gottes mit euch und mit dem Priester ist. Da stehen wir jetzt. Wir haben uns begrüßt. Die Begegnung hat begonnen. Hören wir jetzt, wie wir uns heute auf eine Reise machen in ein besonderes Land. Es geht um die Wegweiser zum himmlischen Leben. Warst du schon einmal in einem fremden Land? Wenn du dorthin kommst, ist alles anders. Es riecht anders. Die Menschen sprechen eine Sprache, die du nicht verstehst. Auf der Straße sind die Menschen vielleicht anders gekleidet. Wie findest du dich hier zurecht? Wer sagt dir, wie du dich benehmen sollst und wo du das nächste Geschäft findest? Wo kannst du etwas zu trinken kaufen? Und darf man hier einfach so über die Straße gehen? Wenn du ein fremdes Land reist, dann liest du am besten einen Reiseführer. Da steht alles drin, was du über dieses Land wissen sollst. In Thailand zum Beispiel
zahlen die Menschen mit Bart. Zur Begrüßung falten sie die Hände vor dem Gesicht und verneigen sich. In Griechenland ruft man Echfaristo, wenn man sich bedanken will. In England ist man höflich und stellt sich geduldig in die Reihe, um auf den Bus zu warten. Wie man in all diese Länder kommt, willst du wissen? Na, am schnellsten mit dem Flugzeug. Auch das steht im Reiseführer. Aber wie kommt man ins Reich Gottes? Wie kommt man ins Himmelsreich? Auch dafür gibt es ein hilfreiches Buch. Die Bibel. Immer wieder hören wir daraus. Heute gibt es Reisetipps fürs Himmelsreich. Es sind die Gebote Gottes. Wo es uns gelingt, nach dem Gebot Gottes zu leben, da geht es uns gut. Oft ist es aber im Alltag auch anstrengend und mühsam. Dem Partner, mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Freunden, mit Kolleginnen und Kollegen, im Beruf und in der Freizeit. Nicht alles läuft immer rund. Doch wir sind eingeladen, uns immer wieder die Hand zu reichen, aufeinander zuzugehen und füreinander einzustehen. So rufen wir dafür die Hilfe und das Erbarmen Gottes an. Herr Jesus Christus, du verkündest uns den Willen des Vaters. Du sprichst hinein in unsere Zeit und in unser Leben, klar und ohne Kompromisse. Erbarme dich uns, Christus, erbarme dich uns, Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du willst, dass wir nicht nur den Buchstaben des Gesetzes befolgen. Deine Weisung will unser Herz erreichen. Unser ganzes Leben soll auf dein Wort gerichtet sein. Herr, erbarme dich uns, Christus, erbarme dich uns, Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast uns angewiesen, uns mit unseren Schwestern und Brüdern zu versöhnen, bevor wir unseren Opfergaben zum Altar bringen. Herr, erbarme dich uns, Christus, erbarme dich uns, Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, der erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Als versöhnte Menschen können wir Gott preisen und die Ehre geben. Sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott. Lasset uns beten. Gott, du liebst deine Geschöpfe
und es ist deine Freude, bei den Menschen zu wohnen. Gib uns ein neues und reines Herz, das bereit ist, dich aufzunehmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Weisheitslehrer Sirach, 200 Jahre vor Jesus Christus hat er gelebt, stellt zwei Behauptungen und Irrtümer wieder richtig. Die Sünde ist vermeidbar. Wir Menschen können unterscheiden und wählen. Und Gott lässt uns nicht allein. Er weiß um uns und kümmert sich um uns. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Gott gab den Menschen seine Gebote und Vorschriften. Wenn du willst, kannst du das Gebot halten. Gottes Willen zu tun ist Treue. Feuer und Wasser sind vor dich hingestellt. Streck deine Hände aus nach dem, was dir gefällt. Der Mensch hat Leben und Tod vor sich. Was er begehrt, wird ihm zuteil. Überreich ist die Weisheit des Herrn. Stark und mächtig ist er und sieht alles. Die Augen Gottes schauen auf das Tun des Menschen. Er kennt alle seine Taten. Keinem gebietet er zu sündigen, und die Betrüger unterstützt er nicht. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Halleluja. Kinder, bitte macht euch gefasst. Heute kommt eine große Predigt vom Lehrer Jesu in seiner Bergpredigt. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Himmel und Erde werden vergehen. Bis dorthin wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der ist klein im Himmelreich. Wer sie aber hält und halten lehrt, der ist groß im Himmelreich. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, wer seinen Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu ihm sagt: Du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Und wer zu ihm sagt: Du gottloser Narr, der soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner dem Richter vor den Richter bringen, und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben, und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich euch. Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst keinen Meineid schwören, und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch: Schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel für seine Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Alles andere kommt vom Bösen. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geschätzte Kinder mit Familien, liebe Gläubige, alle, habt ihr noch das Wort vom letzten Sonntag im Herzen? Das war ganz leicht zu merken für die Kinder. Altpfarrer Josef hat da gepredigt zu euch: Leuchten sollen wir. Jesus hat gesagt: Ihr seid das Licht der Welt. Er hat es dann ein bisschen genauer gesagt: Ihr seid die Leuchter. Das Licht ist er. Die Liebe, die unser Leben hell macht, kommt von ihm. Aber wenn wir nach seiner Art leben, das ist die Bedingung, wenn wir wirklich Jünger sind, dann werden wir zum Licht für die Welt. Ich hoffe, ihr hattet die Woche Gelegenheit,
zu merken, oh, ich bringe ein bisschen ein Licht in die Welt. Ich habe das Licht Jesu zum Ausstrahlen. Soweit, wo wir gerade stehen. Und so verstehen wir auch die heutige lange Bergpredigt. Das ist nämlich jetzt die Jüngerschule Jesu. Dass er uns Jünger, seit der Taufe gehören wir dazu, eben schult. Welche Haltungen passen zu uns? Wie können wir das Licht Gottes weiter leuchten lassen? Schauen wir mal, was die Kinder sich für ihre drei Wegweiser herausgehört haben aus dieser Lehre Jesu. Ich bitte, dass ihr es vorlest und uns auch vorzeigt. Wer Gottes Gebote hält, der wird groß sein im Himmelreich. Warten wir ein bisschen und schauen wir zu, wie der Wegweiser da hinkommt. Die Kurzform: Gottes Gebote halten, groß sein im Himmelreich. Wenn du zum Altar gehst und dir einfällt, dass du mit deinem Bruder Streit hast, kehre um und versöhne dich mit ihm. Wir schauen wieder. Der zweite Wegweiser: zum Altar gehen in der Kirche und sich vorher versöhnen. Du sollst nicht schwören, denn Ja sein ein Ja, denn Nein ein Nein. In der Kurzform: etwas sagen und dann auch tun. Ich danke euch, Kinder, dass wir etwas heraus haben. Drei Punkte, wie es der Papst Franziskus immer macht. Das Erste, was uns Jesus ja gesagt hat, war: ich heb die Gebote Gottes nicht auf, die schon im Alten Testament da sind. Das, was wirklich von Gott kommt. Die Satzungen der Menschen, die hat er schon verändert. Aber die Gebote Gottes, sagt er, die hebe ich nicht auf, die erfülle ich, die lebe ich. Die lebe ich euch vor, damit ihr sie auch leben könnt. Wir wissen alle Gebote. Es gibt über 600 im Alten Testament, die kennen wir nicht. Aber alle Gebote sind in dem einen Gebot zusammengefasst: Gottes Liebe und Nächstenliebe. Daran hängt unser ganzes Leben. Wenn es uns also gelingt, in den kleinsten Dingen, die kleinsten Dinge mit Liebe zu tun, ganz Unscheinbares, Liebe hineinzulegen, dann sind wir groß vor Gott, dann sind wir im Himmelreich. Nehmen wir uns das als Erstes mit. Wir wollen alles mit Liebe tun, damit wir groß sind im Himmelreich. Das ist diese neue Gerechtigkeit, von der Jesus spricht. Die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten, obwohl die studiert waren über das Testament, die Bibel. Und die Gerechtigkeit der Pharisäer, die gesagt haben, wir leben streng nach den Geboten, wie sie dastehen. Die war nicht richtig. Sie haben den Buchstaben gelebt. Wisst ihr, das ist so wie, ja, ich gehe am Sonntag in die Kirche, dann habe ich meine Pflicht erfüllt. Das ist die Gerechtigkeit der Pharisäer. Wenn wir mit dem Herzen dabei sind, ich sage, ich gehe in die Kirche und ich öffne mich für Gott, mein Herz ist offen für Gott, dann werden wir groß. Ich bin gerade in der Gebetserziehung der Erstkommunionkinder und da haben wir einen schönen Vergleich miteinander gefunden. Ihr merkt es ja immer schon beim Ministrieren, die haben alle die Hände so gesammelt, quasi eine Funkstation vom Herzen, vom eigenen zum Herzen Gottes, dass der Liebestrom fließen kann. Und wenn man das Herz öffnet, wenn man gut betet, wenn man hinspürt, dann ist das wie ein breites Förderband. Sobald ich da bin und mein Herz öffne, kommt Gottes Liebe in mich.
Wenn ich ein schwacher Beter bin, ist er so ein schmales Bandel. Da darf man sich nicht wundern, dass nicht viel kommt. In alle Dinge Liebe hineinlegen, das ist sein erstes. Das ist sein Gebot. Das zweite, das damit zusammenhängt, gibt dann ein Beispiel dafür. Die Unversöhntheit zwischen Menschen ist das Schlimmste, weil es die Einheit, die Harmonie zwischen uns auflöst. Kinder, das fängt schon mit Kleinen an. Schon mal Dummkopf gesagt zu eurem Bruder oder zu eurer Schwester. Passiert uns leider, sogar den Großen passiert es noch manchmal. Jesus ist da sehr streng. Er sagt, wenn du nur einen Zorn auf den anderen hast, nämlich dabei bleibst, dass der Zorn kommt, da können wir nicht aus. Aber wie wir dann umgehen mit dem Gefühl, wenn du darin bleibst, dann bist du dem Gericht verfallen. Das ist falsch vor Gott, das ist nicht richtig. Wenn du zu ihm Dummkopf sagst, wenn du quasi sagst, du kannst nicht denken, das ist falsch. Wir müssen jedem zugestehen, er macht sich auch seine Gedanken. Sonst bist du dem Spruch des Hohen Rates verfallen, sagt er, also ganz eine hohe Instanz vom Gericht. Und wenn du sagst, du gottloser Narr, das ist das Schlimmste. Wenn man zu einem anderen Menschen sagt, bei dir ist Gott nicht da. Da sagt Jesus, da schleuderst du dich selbst in die Gottlosigkeit, in die Hölle. Die Hölle ist von Gott sich trennen, von der Liebe sich trennen. Also, dass wir da einfach aufpassen. Wir schauen, dass wir den anderen immer schätzen. Und wenn er was verkehrt macht, da ist ja dort gestanden, wenn du merkst, dein Bruder hat etwas gegen dich, nicht einmal wir selber sind gegen den anderen, sondern der, dann schau, dass du mit ihm Versöhnung zusammenbringst. Nämlich so weit, dass du ihm sagst, tut mir leid, ich wäre gern mit dir Freund. Wenn der andere nicht mitspielt, das ist seine Verantwortung. Aber dass wir deutlich sind, auch bei den Kindern schon, ich will mit dir gut sein. Dann erfüllt man das Gebot Gottes. Dann kann man ruhig ins Gotteshaus kommen. Da wird die Liebe hereinströmen ohne Hindernis. Wer unversöhnt ist, der hat das Herz zu. Da kann Gott nicht rein. Und das Dritte, mit vollem Herzen für etwas einstehen. Ja? Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Wir brauchen nicht schwören, dass ich quasi sage, bei den besonderen Sachen, da sage ich die Wahrheit. Immer sollen wir die Wahrheit sagen. Ja? Seine Würde des Menschen, dass er die Dinge so sagt, wie sie sind. Auch das lernen wir von klein auf Kinder, so kleine Notlügen. Meint man, die braucht man. Ist nicht wahr. Man muss nicht jeden alles auf die Nase binden, hat nicht jeder das Recht, das überall nachbohrt. Aber man soll nie etwas sagen, was nicht wirklich war. Denn sonst würden wir uns entwürdigen. So aber stehen wir gerade da. Ich kann auch zu meinen Schwächen stehen, einmal zugeben, aber ich bleibe in der Wahrhaftigkeit. Das sind drei Wegweiser, die uns helfen, dass wir ins Himmelreich kommen, hinfinden, und zwar hier schon, bei unserem Zusammenleben, dass wir himmlisch leben können. Nehmen wir uns das heute mit für die kommende Woche. Es ist die Woche der Erfüllung der Gebote Gottes. Wir wollen kleinsten Dingen Liebe hineinlegen. Wir wollen versöhnt mit allen leben. Wir wollen ehrlich, wahrhaftig leben. Amen. Als Antwort auf das Wort Gottes, lasst uns jetzt unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wieder kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Mehrere Generationen werden uns jetzt die Fürbitten aussprechen und vor Gott bringen. Herr Jesus Christus, du hast uns aufgetragen, Gott und die Menschen zu lieben. Zu dir kommen wir mit unseren Bitten. Herr Jesus Christus, festige die Menschen in der Überzeugung, nach den Geboten Gottes leben zu wollen. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke der Kirche unserer Pfarrgemeinde viele solche Christen, die mehr tun als ihre Pflicht, die aus Liebe und Freude Gottesdienst feiern und für andere da sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Stehe allen bei, die sich schwer tun im Kampf gegen das Böse. Bewahre sie in der Versuchung und sende deine Engel zu Hilfe. Wir bitten dich, erhöre uns. Wandle das politische Geschehen auf dieser Erde durch die Anerkennung des göttlichen Gebotes, damit überall die Menschenrechte geachtet und verwirklicht werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Vergib den Verstorbenen in deiner Barmherzigkeit alle Schuld und lass sie dein Himmelreich schauen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, wir sehnen uns nach dem Gelingen unseres Lebens. Hilf uns in deiner Kraft, die nötigen Schritte in diese Richtung zu tun. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wir haben jetzt nachgedacht über Sätze, die Jesus uns gesagt hat. Wir wollen jetzt nachdenken über das, was er uns vorgezeigt hat und ihm dafür danken. Stimmen lässt in einen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Denn du reichst mir das Brot und du reichst mir den Wein und bleibst selbst Herr mein. Großer König, Lob sei dir und Ehre. Und du sendest den Geist und du machst mich ganz voll und erfüllst mich mit deinem Frieden. Hast du mich einschimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heer. Das ergibt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, das heilige Opfer deines Sohnes, reinige uns von aller Schuld und mache uns zu neuen Menschen. Es helfe uns, nach deinem Willen zu leben, damit wir den verheißenen Lohn erlangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken. Durch deinen geliebten Sohn, Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Bösen gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig bist du, Gott und Vater, der du allen Menschen reich beschenkst. Heilig, heilig bist du, Gott und Vater, der du alles uns zum Besten längst. Wir haben gute Eltern, sie sorgen sich um uns. Ihre ganze Liebe schenken sie an uns. Heilig, heilig bist du, Gott und Vater, der du alle Menschen reich beschenkst. Heilig, heilig bist du, Gott und Vater, der du alles uns zum Besten lenkst. Wir haben Jesus Christus, der zur Erde kam, der mit großer Liebe die Sünde von uns nahm. Heilig, heilig bist du, Gott und Vater, der du alle Menschen reich beschenkst. Heilig, heilig bist du, Gott und Vater, der du alles uns zum Besten lenkst. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du in deine Herrlichkeit erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes,
mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit Werken der Liebe. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden untereinander durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. In Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig, der mit der Diözese jetzt im Heiligen Land weilt, und mit allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Sterbetag haben in dieser Woche Wilhelm Wiesinger, Josef Breh, Gerhard Mooshammer, Karl Horner, Josef Katzenschläger, Josef Andorfer. Wir wollen auch besonders des Herrn Josef Zeitelhofer gedenken, den wir gestern beerdigt haben. Nimm sie alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein himmlisches Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, deine Kinder, damit uns das göttliche Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir miteinander beten. Wir wollen es heute singen und uns auch die Hände reichen, auch über den Mittelgang. Wir sind Gottes Familie, Konterbund. Dein Reich kommt.
Der auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist in der heiligen Kommunion. Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben, das uns verbindet. Und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede in eurem Herzen, in eurer Familie, in unserer Welt, der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt euch das Zeichen des Auferstandenen, Friede und Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht den Auferstandenen, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich mein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die eintreten in das Himmelreich. In der heiligen Kommunion dürfen wir jetzt essen und uns stärken, damit wir seine Botschaft übernehmen und leben können. Nehmt und esst alle, so hat der Herr gesagt. Wenn keine Trennung entgegensteht, sind wir eingeladen, jetzt auch leiblich diese Vereinigung zu empfangen, mit offenem Herzen, mit freudigem Verlangen. Das Blut Christi schenke uns das ewige Leben.
Wir wollen noch in Stille verweilen und hineinspüren, wenn wir jetzt geistig oder leiblich empfangen haben, der uns hineinnimmt in seine barmherzige Liebe, ganz in die kleinen Dinge hinein. Wir singen zum Dank das Schlusslied. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lasst uns beten. Großer Gott, in dieser heiligen Feier hast du uns ein Stück Himmel entdecken lassen. Wir haben Brot und Wein geteilt, wir haben Gemeinschaft erlebt. Lass uns froh den Weg in dein Himmelreich gehen. Das bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Noch zu den Verlautbarungen der kommenden Woche. Am Mittwoch um 18.30 Uhr Aussetzung und stille Anbetung vor dem Allerheiligsten Herrn. Eine Einladung vor der Abendmesse. Am Freitag, bitte beachten, ist die Frühmesse um 7.25 Uhr, nicht um 7.15 Uhr aufgrund der Ferien. Samstag feiern wir das Fest Cathedra Petri und heute ist nachmittags von 14 bis 16 Uhr Spielenachmittag für die Familien in der Bücherei mit Kaffee und Kuchen. Herzliche Einladung dazu. Chorprobe ist am Dienstag um 19.30 Uhr. Freitag ist der Dekanatsgebetskreis in Unterweißenbach um 19.30 Uhr. Die Kirchenrechnung 2013 liegt noch bis Dienstag
25. Februar zur Einsichtnahme in der Pfarrkanzlei auf. Die katholische Männerbewegung lädt am kommenden Freitag herzlich zum Rockersitz ins Pfarrheim ein. Bitte euch wirklich, dass wir das als eine Begegnung der Pfarre verstehen. Es ist unsere Faschingsunterhaltung als Pfarrgemeinde. Im Zuge des Abends erwarten wir einen in Schöner noch nie dagewesenen Besuch hohen Ranges. 19.30 Uhr ist Beginn. Auf der Rückseite stehen nähere Informationen, Rückseite des Wochenblattes. Ich darf auch in diesem Rahmen noch mal einladen für unsere Medjugorje Familienwallfahrt. Ich hoffe, dass viele junge Familien auch die Gelegenheit einmal nützen, dieses himmlisch Reisen auszuprobieren, wie wir heute schon gehört haben. Ihr wisst, wir haben immer um die 50 Kinder mit, im Volksschulalter und sogar Kindergartenalter und Hauptschulalter. Und es ist immer wieder schön zu erleben, wie die Kinder und die Erwachsenen die Freude des Himmels da erleben. Vom Palmsamstag bis Mittwoch in der Karwoche. Programme liegen auf. Noch ein Hinweis von St. Thomas am Blasenstein. Das katholische Bildungswerk hat auch einen interessanten Vortrag kommenden Freitag auf dem Jerusalemweg. Momentan findet ja die Diözesanwallfahrt dort statt. Drei Männer sind dort 6 Monate von hier weg zu Fuß hingepilgert. Da gibt es eine Filmdokumentation drüber um 19.30 Uhr im Turnsaal der Volksschule St. Thomas. Und noch ein Hinweis ist aufgelegt. Bildungswerk Bierbach hat eine gute Referentin gefunden, die an 3 Abenden einen Vortrag hält über NER, die natürliche Empfängnisregelung, diese Hilfestellung, die in unserer Zeit neu entdeckt wird, wie wir Menschen in der Ordnung Gottes wunderbar auch diese Kraft der Fruchtbarkeit gut leben können. Bitte das zu beachten, auch für die Erziehung eurer Töchter, eurer Söhne. Als letztes noch ein kleines Geschenk, das euch der Kinderliturgiekreis an den Türen anbietet. Nochmals Reisetipps fürs himmlische Leben. Die 10 ganz großen Tipps, aber in moderner Sprache verfasst, damit wir groß sind im Reich Gottes. Eines erfüllt ihr heute wunderbar. Gott ist die Nummer 1, heißt es im 3. Gebot, ehrt den Sonntag, dann kommt der Sport, die Freizeit und wird umso schöner. Ich danke euch für euer zahlreiches Kommen und so aufmerksames Mitfeiern. Ich danke unseren Jungmusikern für euren Beitrag, allen, die mitgestaltet haben. Kinder, was nehmen wir uns mit in der Jesusschule? Den großen Wegweiser mit den 3 Punkten. Wir wollen groß sein im Himmelreich, weil wir diese Gebote leben. Das soll euch gelingen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Schönen Sonntag im Kreis eurer Familien.